Warum wurde die Feuerwehr denn heute alarmiert? Die Feuerwehr Achims wurde um 16.25 Uhr zu einem Gebäudebrand alarmiert. Es hieß dort, brennt Videothek. Das ist ein altes Gebäude hier, was leerstehend ist im Stadtgebiet von Achim. Und dazu wurde die Ortsfeuerwehr Achim dementsprechend alarmiert. Was waren die ersten Aufgaben der Feuerwehr hier vor Ort? Naja, die erste Lage nach dem Eintreffen und die Aufgaben, die dann danach folgten, also von daher die Squall starker schwarzer Rauch aus dem Gebäude, aus dem Untergeschoss, der in einem Tiefbereich zugänglich ist. Und dort haben sich auch die ersten Trupps Zugang verschafft, um im Gebäude mit der Brandbekämpfung zu beginnen. Und danach wurden weitere Maßnahmen eingeleitet zur Öffnung des Gebäudes, sodass andere Räumlichkeiten kontrolliert werden konnten. Wurde denn auch nach vermissten Personen gesucht? Es wurde auch nach vermissten Personen gesucht, weil durchaus die Befürchtung bestand, dass im Gebäude, was wie gesagt leerstehend ist, eventuell Obdachlose oder dergleichen übernachten. Was hat denn gebrannt? Was gebrannt hat, sind Unrat und weitere Gegenstände, die dort im Gebäude lagen, wie Matratzen und auch Dämmstoffe. Das ist das, was dort derzeit gerade gebrannt hat. Wie hat man das Ganze abgelöscht? Das hat man mit Wasser abgelöscht, ganz normal. Es war auch schnell das Feuer unter Kontrolle. Innerhalb von 20 Minuten war das soweit. Und von daher befinden wir uns jetzt noch im Bereich der Nachlöscharbeiten bzw. Aufräumen der Einsatzstelle.